to stay. This is the place to be. Die Refugees befinden sich in einer zermürbenden Warteschleife, die sie daran hindert, endlich ihren Lebensunterhalt selber zu bestreiten. Der Hamburger Senat reagiert nicht, hungert die Geflüchteten politisch und real aus. Aber sie sind hier, ihr seid hier, ihr lebt bei uns und mit uns. Und seit gestern Abend wird in dieser Stadt quasi nonstop demonstriert. Für das sofortige und bedingungslose Bleiberecht. Für ein Recht auf Stadt für alle. Für ein Recht auf politische und soziale Rechte. Für eine Gesellschaft, die wir mit unserer Entschlossenheit und Hartnäckigkeit ändern werden. An all den verschiedenen Orten, an denen wir sind und mit den vielfältigen Perspektiven, die wir haben. Durch viele kleine Aktionen, solidarisches Handeln im Alltag, durch die Mobilisierung und Zusammenschlüsse unserer Freundeskreise, durch Verweigerung und Unterlaufung von fortwährenden Zumutungen, durch digitale Petitionen und analoge Regelverstöße, durch Streiten, Sprechen, Streiten, Sprechen, Streiten, Sprechen, Handeln, Handeln, Laufen. Laufen, Laufen, so wie heute. Gemeinsam auf die Straße für eine andere Willkommenskultur. We are here to stay. This is the place to be. Those who fled the war in Libya and the disastrous situations in the Lager in Italy, The refugees from Africa and Libya, they fight in Hamburg to have a future, to live a life with a future. Their fight for a right to stay has brought the European regime of Fortress Europe right into this city. They organized, they pronounced their legitimate demands that Europe, Germany and Hamburg take their responsibility for what they caused with the war, the NATO war in Libya, where that has taken away the existence for all those people there. But the city's government does not move a single inch since then. And so we find it the more important and the more courageous that the Lampedusa group in Hamburg is still fighting for their right to stay, for their fight that they fought the city of Hamburg to give them the rights that they have and that they are granted because of human rights. Today, we and primarily the ones who suffer from all that are in a very much more difficult situation than one year before, because the refugees are on the streets again. The shelter program has been stopped yesterday. So the situation is bad and it's going to be continued. And we are sitting here in a political vacuum caused by the government of this city. They are trying to wait and wait and wait until the solidarity and until the refugees themselves break and crack. But this won't happen. And every city in this world has to have the right for everybody to stay, the right for everybody to choose the work that they want to do, and that they choose the place where they want to live for social health care and social shelter. Welcome, Lampedusa and Hamburg, they're here to stay! Recht auf Stadt kennt keine Grenzen. Wir sind heute hier, um unsere Solidarität an Leute zu bekunden, den Refugees unseren Respekt auszudrücken für ein Jahr Kampf in dieser Stadt. Weil sie sind auch diejenigen, die sich das Recht auf diese Stadt nehmen. Wir Lampedusa in Hamburg. Wir bleiben hier. Es Aufstand kennt keine Grenzen. Place to be, place to be. Recht auf Stadt kennt keine Grenzen. Manchester Legos, Hamburg, Lampedusa, there you to. Bleiben hier! Lampedusa in Hamburg. Romania! Rotation! Stop! Deportation! Klar, die meisten gehen weg! Lampedusa in Hamburg. Bleibt hier! Bleibt hier! Lampedusa in Hamburg. Stays here! Stays here! Denn das Recht auf Stadt ist auch das Recht darauf, in Städte einwandern zu können. Eine Stadt definiert sich eigentlich dadurch, dass sie offen ist für Leute, die von draußen dazukommen.
Wir kommen jetzt aber auch an einer anderen Baustelle vorbei, bei der es auch um eine andere Variante des Rechtsaufstands geht, an den Esso-Häusern. Da wurde das Recht auf Stadt kurz vor Weihnachten den Leuten, die da gewohnt haben, per Evakuierung genommen. Die Häuser sind für unbewohnbar erklärt worden bzw. einsturzgefährdet. Natürlich findet sich kein Statiker in diesem Land, der das dann bestreiten würde. Wir sind da gerade in einer Situation, dass wir versuchen, einen Planungsprozess dort auf die Beine zu stellen unter dem Titel Planbude. Planbude für eine andere Stadt, für eine andere Stadtplanung, für einen anderen Zugriff auf Stadt. Ohne dass man jetzt die Situation der Lampedusa-Flüchtlinge vergleichen könnte mit den Leuten, die aus St. Pauli verdrängt werden aufgrund von Mietpreissteigerungen. Trotzdem gibt es bestimmte strukturelle Ähnlichkeiten, etwa in der Art, wie die Stadt mit solchen Forderungen aus der Stadtbevölkerung umgeht. Nämlich sehr autoritär, nicht diskussionsbereit, mit kategorischer Ablehnung. Wir werden sehen, ob wir bei den Esso-Häusern weiterkommen. Wir sind gerade im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf für die Bezirksamtswahlen. Da gibt es plötzlich dann Diskussionsbereitschaft. Wir hoffen, dass da mehr drin sitzt. Planbude, achten Sie darauf. Und jetzt am 7. Mai wird es da eine Lesung geben, eine Art Bauzaunschule, weil wir einfach auch weiter über Stadt nachdenken müssen, was für eine Stadt wir uns wünschen, was für eine Stadt wir leben wollen und wie eine Stadt aussehen kann, die bereit ist, neue Leute aufzunehmen. Shall be changed. Maybe migrants are the new avant-garde of the new global workers movement. People migrate worldwide and they all surge in their fight for a better life, another life. And every day, millions of people cross borders. Our families in Africa, 3 years, there is no any income. More destroyed, more discrimination, the more ignorant, no education, no any development. Und es ist nicht nur unsere Situation, sondern unsere Familien in Afrika auch. Sie brauchen Unterstützung und wir sind auch hier, um sie zu unterstützen. Dort gibt es nichts, dort gibt es keine Bildung, dort gibt es zu wenig soziale Sicherung, dort gibt es nichts zu essen. Deshalb sind wir hier. And yesterday we have witnessed an evidence. One of members of the group Lampedusa in Hamburg, Francis Kwame. He died here in the street of Hamburg. Francis Kwame. He died here in the street of Hamburg. Why he died? Because they ignore him, know how to stay, be effective, psychological, many things. And also, the last thing, I don't like to die from hunger. Und wir sind hier und wir sind in Hamburgs Straßen und wir sterben auch hier. Erst gestern haben wir Francis Kwame beerdigen müssen, einen unserer Brüder. Er ist hier gestorben, weil er keine Perspektive hatte, weil er letztendlich in der Straße gelebt hat, weil er ignoriert worden ist, seine Forderung ignoriert worden ist, weil er zermürbt worden ist, weil er Hunger hatte, Hunger nach Liebe, aber auch physischen Hunger. Deshalb ist er gestorben und das ist inakzeptabel. Fight until we get our life. This is our message to them, very strong message. They have to know. The law accepts us here in Hamburg. According to humans, we have right to stay. Human rights, we have right to stay. But the only opinion to go, use that one. Weiter, wir werden weiter kämpfen, bis wir unser Recht kriegen. Und es ist egal, ob die Regierung von Hamburg uns ignoriert oder auch die Europäische Union. Denn auch auf der Ebene der Europäischen Union werden unsere Rechte schlicht und einfach ignoriert. Das ist inakzeptabel.
We don't like more politics and more discrimination. Just we, the group Lampedusa Hamburg, we want permission work only. We don't like help. We don't like support from the government. We want permission work to work. We pay our everything. We pay our house rent. We pay tax. And we help again to pay tax economically in Europe. But they refuse to do that. Why? Why the European Union, they refuse to accept us in Hamburg? And we have right to stay. Ja, wir sind die Kriegsflüchtlinge aus Libyen, der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Und im Grunde genommen wollen wir hier in Hamburg nur eins. Wir wollen das Recht auf Arbeit und ein würdiges Leben. Und uns wird es verweigert. Wir dürfen nicht arbeiten. Wir wollen aber gar keine Hilfe. Wir wollen nicht abhängig sein von Almosen. Nein, wir wollen ein würdiges Leben. Und warum wird uns das versagt? Warum wird uns das versagt auf der Ebene von Hamburg und der Europäischen Union? Because they are part of NATO. At NATO, one of the big terrorist organizations in all this world. They say they want to bring peace in our continent. Peace in Libya, peace in Somalia, peace in Afghanistan, peace in Iraq. What is the peace? What is the democracy today? More destroyed, more discrimination, more people fighting. Ich möchte noch einmal erklären, warum das so ist. Und zwar ist die Europäische Union ist in der NATO. Und die NATO hat Krieg gemacht. Die NATO hat Krieg gemacht in Libyen, in Afghanistan, im Irak, Syrien, Iran. Sie macht überall Krieg. Sie zerstört die Länder in Afrika. Warum machen sie das? Warum können sie uns nicht akzeptieren, weil sie Krieg machen und nicht akzeptieren wollen, dass sie auch die Verantwortung dafür tragen müssen, was dort passiert. Sie destabilisieren ganze Regionen. Das wollen wir nicht weiter akzeptieren. Come to us gently. Talk to us gently, man to man. Don't send any organization in the state of the group of Lampedusa. No anybody have any right to speak in our name. Only the refugees have right to speak by their name. Nobody can represent that group except we, the refugees. We, the group of Lampedusa. We speak by our name. Nobody have right to speak by our name. Yeah. Als Message an den Senat von Hamburg. Und zwar, kommt und verhandelt direkt mit uns, wie mit Menschen auf gleicher Augenhöhe. Akzeptiert uns. Und niemand hat das Recht, keine andere Gruppe. Alles niemand, gut. Der sich das Recht nimmt, hat das Recht für uns zu verhandeln. Und der Senat kann nicht einfach irgendwelche Leute sich suchen, sie als Lampedusa-Gruppe ausgeben und mit ihnen verhandeln. Das wollen wir nicht, denn es gibt nur das Recht, mit uns zu verhandeln. Wir sind die Gruppe Lampedusa in Hamburg, wir sind die Flüchtlinge, uns müsst ihr akzeptieren, mit uns müsst ihr sprechen. Niemand hat das Recht, für uns zu entscheiden, es ist unser Leben. Many people are affected psychologically, many problems in our head. What's the problem? Because no unemployment, our families dying in Africa, no income, no education in our families. These all the problems make us like this. And we here, we fight until to get this right. I don't like to take long. The last message, we are here to stay. We are here to stay. We have right to stay like you. We need and we want the same respect that you have, you want it. The same that democracy you have, you need, we need it. And the same life you have, we need it. Today, the animal, the dog is better than us. The dog, you have place to stay, you have place to eat, you have place to survive. But we die in the street. This is our message to you. The same response that you have, we need the spy. The same life that you have, we need the life. This is our message to all over the world. This is the Lampedusa in Hamburg. We are here to... Yeah. We are here to... Yeah. We are here to... Ja, wir sind Lampedusa in Hamburg und wir leben jetzt wirklich seit einem Jahr in der Straße. Seit einem Jahr haben wir keine Perspektive. Wir sollen zermürbt werden. Und ich frage euch, in Anbetracht dieser Perspektive, in Anbetracht des Umgangs des Senats mit uns, wer sind die Kriminellen? Zwei von uns sind gestorben. Gestern haben wir Francis Kwame beerdigt, unseren Bruder, und vor 8 Monaten Samuel. Und wir haben Hunger nach Gesundheit und Arbeit. Leben hier auf der Straße, so wer sind die Kriminellen? Wir haben ein Recht hier zu sein, wir sind die Gruppe Lampedusa in Hamburg. Und ich sage euch noch einmal, ich bedanke mich bei der Bevölkerung von Hamburg, bei allen unseren Unterstützerinnen, weil sie kämpfen für die Humanität, sie kämpfen für die Demokratie, sie kämpfen für die Menschenwürde, seit einem Jahr unterstützen uns. Und wir sind sehr dankbar, ein großes Dankeschön an euch und Lampedusa ist hier, Tor! Hey! Lampedusa ist hier, Tor! Hey! Lampedusa ist hier, Tor! Hey! Aber das wird hier weiter auf der Straße verhandelt, und zwar gemeinsam für ein bedingungsloses Bleiberecht der Gruppe Lampedusa! It ran like a great liberation justice that he had been saving for just the proper occasion.
Lampedusa in Hamburg fordert, als Gruppe anerkannt zu werden nach § 23. Es gibt ja inzwischen eine Gutachten des Rechtsberatungsabteilung der Bundesregierung, der sagt, genau, das geht. Olaf Scholz sagt aber, das geht nicht, und er beruft sich dabei auf den kategorischen Imperativ. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht alle Kriegsflüchtlinge hier in diesem Land ein Aufenthaltsrecht bekommen? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, hervorragend, kategorische Imperativ erfüllt. Wer hier du? Stay! Wer hier du? Stay! This is the place to be. Denn 23.000 Menschen sind gestorben aufgrund der Abschottung Europas, aufgrund der Angst der Herrschenden davon, den Reichtum zu teilen, die Profite zu teilen und eine Welt zu ermöglichen, in der alle Menschen respektvoll zusammenleben können. Das neue Hamburger Refugee Welcome Center heute für eröffnet erklärt. Wir brauchen einen Ort, wo wir die Probleme der Lampedusa-Flüchtlinge gemeinsam besprechen können. Wir brauchen einen Ort, wo diese Leute jetzt, wo das solidarische Winternotprogramm ausgelaufen ist zum 30.04., ein Dach über dem Kopf haben. Wir brauchen einen Ort, wo wir verschiedene Vertreterinnen aus verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen zusammenbringen können, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Our House wurde zu einem Ort des offenen Kommens und Gehens, zu einem Ort des Begegnens gemacht innerhalb der letzten anderthalb Stunden. Wir hoffen, dass das möglichst lange so auch bleiben wird. Und dass sich dieses Haus im Besitz der Stadt Hamburg befindet, achten wir erstmal als einen Vorteil, weil es eine Möglichkeit aufmacht, eine Tür aufmacht für die Stadt auch zu zeigen, dass sie an einer konstruktiven Lösung interessiert sind. Das Gebäude ist einmal von seinen baulichen Voraussetzungen dazu geeignet, weil es sind große, helle Räume, es ist instand, es bietet Wohnraum, es bietet ein Dach über dem Kopf, das menschenwürdig ist, es bietet darüber hinaus genug Platz, dass man sich dort versammeln kann, um gemeinsam zu diskutieren. Say clear, refugees are welcome here. Die sich nicht versteckt hinter Paragraph eines Asylrechts, das die Migrationsgründe der Menschen weitgehend ignoriert, ausblendet, dass die Großteil der ankommenden und hilfesuchenden Menschen auch wieder zurückschicken will, dann sind Sie hier genau richtig und herzlich willkommen. Wie ihr sehen könnt, es handelt sich um eine ehemalige Grundschule, die im Moment der Nichtnutzung anheimgefallen ist. Und dieses Gebäude mit einer positiven Geschichte, das wieder zu beleben, ist ein hehres Anliegen, wie wir denken. Darüber hinaus ist es so, dass das solidarische Winternotprogramm zum 30.04. ausgelaufen ist, wie die meisten von euch sicherlich wissen. Und insofern kann natürlich nur eine erste Forderung sein, dass man menschenwürdigen Wohnraum zur Verfügung stellt. Das Ganze auf dem Weg zu einer menschenwürdigen Lösung. Der Hamburger Senat muss seine Blockade halt aufgeben. Und so viel steht schon mal fest. Es gab eine Bewegung, die sich über verschiedene Gruppierungen der Gesellschaft hinweg für die Migranten, für die Flüchtlinge eingesetzt hat. Und um eine solche Situation wieder zu schaffen, braucht es Orte wie diesen. Sie müssen sich diesem Problem einfach stellen.
Und wir werden verschiedene Akteure aus verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen wieder zusammenbringen. Und dann dürfen Sie an einen Tisch kommen, wo wir eine Lösung für diese Menschen, die nun mal hier sind, finden werden. Recht auf Stadt kennt keine Grenzen. Ungefähr 300 Flüchtlinge, die vor dem Krieg in Libyen geflüchtet sind und haben auch den Kampf der Flüchtlinge ganz konkret darum, hier in dieser Stadt eine Unterkunft zu haben, begleitet und verfolgt. Jetzt haben wir wieder eine relativ zugespitzte Situation. Nicht nur die Container an den Kirchen, wo Flüchtlinge untergekommen sind, werden abgebaut, sondern auch private Unterkünfte wird es in den nächsten Wochen und Monaten immer weniger geben. Das heißt, wir müssen eine Lösung für dieses Problem finden. Die Forderung der Gruppe nach einem kollektiven Aufenthaltsrecht nach § 23 ist ja dutzende Male inzwischen vom SPD-Senat negativ beschieden worden. Olaf Scholz und Innensenator Neumann haben wieder und wieder darauf hingewiesen, dass sie sich in dieser Hinsicht kein Deut bewegen wollen, dass sie keinesfalls gewillt sind, eine politische Lösung für diese Gruppe zu finden. Also haben wir einen Kreis von Unterstützern uns entschlossen zu sagen, na, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das eben jetzt. Und das wäre sozusagen die erste Aktion zum Thema, der ihr hier gerade beiwohnt. Also von uns aus, dann eben kein Paragraph 23, aber dann bleiben wir halt trotzdem hier und wir sorgen dafür. Die Zivilgesellschaft hier in Hamburg hat ja schon einiges auf die Beine gestellt, damit die Flüchtlinge der Latte-Süd-Büser-Gruppe hier ihr Auskommen haben, damit sie hier wohnen können, damit sie sich auch hier politisch betätigen können. Das ist ein schwieriger Kampf, das ist vor allen Dingen für die Leute selber ein sehr entbehrungsreicher Kampf. Und wir glauben, dass es jetzt sozusagen das nächste Level geben muss, die nächste Ebene muss eingezogen werden. Wir brauchen eben jetzt ein Refugee Welcome Center. We are here to stay. This is the place to be.